Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, heute ist es endlich soweit. Ja, ich zeige euch, welchen PC ich jetzt habe. Ja, so schaut er schon mal aus. Ja. Vorne hat er ein bisschen LED drinnen, aber ansonsten leuchtet er jetzt nicht oder so. Ja, dann schauen wir uns den mal an. Also der hat einen Intel i9 drinnen. Genau. Dann ist das logischerweise ein Gaming-PC. Er hat 32 GB RAM. 480 GB hat eine SSD drinnen, 2 TB HDD und eine Nvidia GeForce RTX 3070. Ja, dann schauen wir uns den mal genauer noch an. Genau, da sieht man nochmal alles. Okay, geht nicht. Doch. Okay. Auf jeden Fall ein Intel Core i9 10900. Hat er drinnen, also den besseren i9, Prozessor Taktfrequenz hat er 2,8 GHz, mit Turbo hat er dann 5,2 GHz, Prozessor ist logischerweise ein Intel, i9 habe ich gerade schon gesagt, Kerne hat er 10. Genau, Arbeitsspeicher hat er DDR4, also auch die schnellere Variante. 32 GB, 2x16 GB, also 32 GB insgesamt. Und das sind unterteilt in 2x16 GB. Genau, verbaute Plätze hat er aber nur 2 und 2 sind jetzt schon belegt, also müsste man jetzt wo man sowieso eigentlich nicht braucht, weil 32 GB reichen aus. Da müsste man 2x 32 GB Arbeitsspeicher kaufen. Genau. Oder halt 2x 64 GB und dann ist eben, dann hat man 128 GB RAM, aber das braucht eigentlich sowieso keiner. Dann zu der Grafikkarte. Ja, die Nvidia GeForce RTX 3070, die wo ja erst rausgekommen ist, jetzt hat ja, vor, keine Ahnung, ein Monat oder so circa, ein, zwei Monaten ist die erste rausgekommen. 8 GB Grafikspeicher hat die. Und ja, dann schauen wir uns mehr an. Festplatten hat die 2 logischerweise. Eine schnelle, also die SSD, 480 GB hat die. Dann noch eine zweite Festplatte, eine HDD, 2 TB. Genau. Dann Mainboard von Intel. Ne, Mainboard-Hersteller ist Asus. Der Typ ist Asus Prime H410ME. Genau. Hat aber, wichtig, hat kein Laufwerk dabei. Also bräuchte man ein externes Laufwerk. Das habe ich auch. Bluetooth hat auch keins. Die Anschlüsse sind auch noch wichtig. USB hat es auf jeden Fall. Mikrofon, Kopfhörer. VGA hat es aber nicht. Ein HDMI hat, 3 DisplayPorts, USB hat genügend, LAN hat, genau, Tastatur natürlich, Maus, genau, das sind so die wichtigen. WLAN kann man auch, hat der PC auch, genau, dann Soundmodus hat der PC 7.1. Betriebssystem hat der Windows 10 Pro, ist meines Erachtens auch besser wie Windows 10 Home. Ja, Kartenleser, wie schon gesagt, nein.
Auch noch wichtig, Netzteil braucht 700 Watt und der ist luftgekühlt. Genau. Das andere ist jetzt eigentlich unwichtig, wie groß er ist und so weiter, seht ihr ja jetzt halt. Ja. Dann war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wir schauen uns noch schnell Bilder an. Da sieht man jetzt einmal oben die Anschlüsse. Da ist auch der Knopf, wo ich jetzt gerade mit der Lupe droben bin. Der Knopf dafür da, dass man die LEDs ändern kann. Was ist da? Ja, da ist nochmal größer. Von vorne schaut das so aus. Und das Mainboard. Genau. Die Anschlüsse hat das Mainboard, aber da soll man auch nichts anschließen. Genau. Dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist mit diesem Video. Morgen um 16 Uhr kommt wieder ein Standardvideo, sage ich jetzt mal. Und und übermorgen, also am 31. um 16 Uhr, kommt dann auch nochmal der Jahresrückblick. Der wird als Premiere sein. Ja, morgen ganz normal ein ETS-2-Video, genau. Also jetzt bis Jahresende kommen tägliche Videos. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch dann live gehen. Irgendwann mal abends mit der Facecam auf jeden Fall. Genau, aber dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.